Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Alex von Noobtown Gaming und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Prison Architect, wenn es denn funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, es ist doch glatt. Und genau, wir haben jetzt das letzte Mal so ein bisschen rumgeplant. Ich nehme mal das Ding in die Hand, damit ihr meinen Mauszeiger sehen könnt. Damit man den Mauszeiger sehen kann, weil ich immer noch nicht weiß, warum der nicht aufgenommen wird. So, wir haben ein bisschen geplant. Hier ist die Aufnahmebereich, hier ist die Übergangszelle, hier ist der Besucherbereich, hier ist einmal ein Lager und ein Exportraum. Hier sind ein paar Büros. Das kommt noch weg. Hier sind ein paar Büros. Dann sind hier erstmal die Zellen. Und wir müssen natürlich noch den Brief der Geschäftsführung lesen. So. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Einführung. Sie sind nun ein qualifizierter Gefängnisarchitekt. Schon bald werden Sie Ihre eigenen Gefängnisse ausgehend von einem leeren Baugrundstück und ein paar Stapeln mit Ziegelsteinen entwerfen. Bauen und leiten. Bevor Sie damit anfangen, möchte ich Ihnen aber noch einige wichtige Dinge mit auf den Weg geben. Erstens, jedes Gefängnis benötigt einen Direktor. Ihn sollten Sie mit zuerst einstellen. Bauen Sie ihm ein hübsches Büro. So wird er Ihnen eine ganze Reihe von Einrichtungen über das Bürokratiesystem zur Verfügung stellen. Zweitens, einzelne Gefängniszellen sind teuer, besonders ganz zu Beginn. Wenn Sie noch nicht viel Geld zur Verfügung haben, sparen Sie Geld, indem Sie mit einer einzigen großen Verwahrungszelle beginnen, die von vielen Häftlingen gleichzeitig genutzt wird. Drittens, stellen Sie Ihre Küche und Ihre Kantine fertig, bevor die ersten Häftlinge eintreffen. Und vergessen Sie nicht, ein paar Köche einzustellen. Nicht sorgt für schlechtere Stimmung unter den Häftlingen als ein leerer Magen. Der Bau eines Gefängnisses ist ein teures Unterfangen und Sie werden gut darin werden müssen, große Geldsummen durch Zuschüsse und Verträge zu organisieren. Zugriff auf diese Zuschüsse haben Sie im Fenster Berichte. Das war's schon. Viel Erfolg. Der Geschäftsführer Prison Architects Corp. Ja. Easy. Weiß ich alles. Also, ja, geht darum, Gefängnis bauen. Klar. So. Was er nämlich gesagt hat. Wir brauchen noch eine Kantine. Was ganz wichtig ist. Ich mache hier nochmal so kleine Markierungen, weil ich immer gerne so Zweiergänge, weil das einfach besser funktioniert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, mit dieser Verwahrungszelle funktioniert überhaupt nicht. Was er da eben gelabert hat. Maximal können zwei Leute in eine Zelle, sonst ist Party hard angesagt. Ja, bei denen, die gehen sich sonst voll an die Gurgel. Und ist nicht so geil. So. Was wir nun noch benötigen, sind. Ich überlege gerade, wir wollen nämlich noch duschen. Ja. Also wir bräuchten eigentlich hier noch so einen Bereich. So und so für eine Dusche. Überlege, ob ich das anders mache. Ich überlege, ob ich wirklich erstmal hier die Zellen hinmache. So einen Zellenblock, hier noch einen Zellenblock hin. Moment, ich muss mal gucken. So, 27 mal 17. 27 mal 17. Andersrum. Nee, so. Ist doch falsch, oder? Nee, 27 mal 17. Und dann können wir hier auch noch eins hinmachen. Haben wir zwar erstmal nicht so viele Gefangene, brauchen wir aber auch nicht. Das ist alles nicht symmetrisch, das ist alles scheiße hier. Ja, muss ich mal ganz klar so sagen. Gefällt mir so gar nicht. Warte mal, wie viel sind das denn hier? Immer nur 27, wa? So, und das sind 18. Wir sind halt ungerade. Was soll das? Das wäre gerade, ne? Wenn ich das so machen würde. Och, leck mich doch am Nüsschen, ey. Ich hasse es, wenn hier irgendwas ungerade ist. Ich hasse es in diesem Spiel, weil man schon dieses Blocksystem hat. Alles nochmal abreißen hier. Scheiße. So. So. So.
Markierungen hier hin. So, dann müssen wir nämlich jetzt hier mal. Das funktioniert aber auch nicht. 27 mal 17. Was wäre denn, wenn ich die so bauen würde? Na dann, sonst ist es halt ein bisschen ungerade. Das macht halt eigentlich auch nichts. Scheiße, nicht das alles nochmal. So, gut, wir werden jetzt hier erstmal Besucher und dann wird es hier auf den Hof gehen. Der, meinetwegen, der muss nicht groß sein. Der meinetwegen so groß ist. Das muss, kann, wird schon reichen. So. Dann haben wir 27 mal 17. Hier. 27 mal ist noch 24. So, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Und hier haben wir auch. So, mal 17. Alles easy, kein Problem. So. 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 Ich hasse das nämlich, wenn es hier alles so eng ist. Ich mag das überhaupt nicht. Also müssen mindestens zwei Gänge. Ein Zweiergang sein, weil sonst könnte ich kotzen, wenn ich sowas sehe. So. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich hier alles umsonst aufnehme. Ja. Das ist mir aber gerade egal, weil ich Spaß dran habe. Weil ich hab Bock habe, das Game zu zocken. Weil das echt Spaß macht. So, wie habe ich das hier gemacht? So. Irgendwie. Wie habe ich das denn hier gemacht, Alter? Manchmal bin ich auch voll daneben, ne? So. So habe ich das gemacht, ne? Ja. So. Das ist jetzt zumindest schon mal symmetrisch. Vom Aufbau her. Dann werden wir nämlich. Wir brauchen noch eine Werkstatt. Ein Klassenzimmer. Was brauchen wir noch? Ein Aufenthaltsraum, eine Kirche, also eine Kapelle. Was wir jetzt erstmal machen werden, wir werden jetzt erst einmal, damit wir schon mal ein bisschen was gebaut kriegen. So und so machen. Ich versuche das mal. Jetzt brauchen wir hier noch einen Eingang. Genau, jedes Gebäude kann erst gebaut werden, wenn es einen Eingang hat. Das ist hier ein bisschen bescheiden, weil hier alles voll liegt. So, das ist ein bisschen scheiße. Deswegen machen wir das erstmal so. Jetzt bauen die hier halt das Gebäude, jetzt kann man ein bisschen vorspulen. So, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. So. So. Ja, die bauen jetzt halt hier rum, ne? Jetzt einmal gleich ganz laut, dann klimper die Bimper die Bimper und alles ist fertig. So, dann können wir direkt nochmal, je nachdem, kohlemäßig, wie es aussieht, das hier. Zack. Und zack. Benötigt Eingang, jo, weiß ich. Objekte. So eine Personaltür hier hin. Und dann, so, zack, jetzt ist der Raum hier fertig. Ups, Entschuldigung. Boah, ich habe heute Pizza gemacht, ne? Das schmeckt, hat so lecker geschmeckt, ey. Selber Pizza mit so einem Pizzastein. Boah, das war der Shit. Kann mir einer mal die Scheiße wegräumen? Warte mal so. Ist auch egal. Damit hier überhaupt ein Eingang zustande kommt. Der Spinner kommt nämlich nicht mehr raus. So, hätten wir die Sachen schon mal fertig. Bleibt uns nicht mehr viel über. So, weil wir brauchen noch. Wir müssen noch planen hier weiter. Ja. 5 mal 6. Ups. So.
2 frei. Und dann hier noch. Hä? Ah ne, so. Genau, so. Zack, dort werden hier alles Zellen. Genau, wenn man nachher da drüber baut, wie man das hier schon rechts sieht, dann verschwinden halt diese Markierungen. Ne? Das ist ganz praktisch. So. Problematik jetzt an der ganzen Geschichte ist, dass wir eine Dusche benötigen. Wir haben hier 4, 8, 12, 14 Leute. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir die zwei Zellen hier wegmachen, ob wir dann da eine vernünftige Dusche reinkriegen. Das müssen wir gleich mal testen. Aber erstmal werden wir hier auch noch. Ups. 11. So. Jetzt alles vielleicht ein bisschen verwirrend aus. Aber es wird sich im Laufe des. Ich plane jetzt erstmal nur. Ne? Das ist halt nur Vorzeichen, damit ich weiß. Und man sonst extrem leicht den Kopf verliert, wo noch was hin ist. Also hier wird der Hof sein. Ja, den kann ich auch schon mal einzeichnen. Der braucht nämlich nichts. So, Hof ist nämlich genau hier. So, ihr Lutscher. Genau hier mal ein bisschen. Und ich sage es euch, ne? Ja, ja, mindestens einer Tür halt im Maul. Ich sage euch, Leute, bei mir ist hier ist nichts mit Ausbrechen. Also wahrscheinlich schon. Ich habe eigentlich ein sehr hartes Gefängnis, ja. Und da ist nichts mit mal eben gerade so. Mal Handkugel in die Luft machen, ja. So, wir machen jetzt den Duschraum hin. So, hier einer. Und hier einer. Ja. Wer da nicht duschen will, hat Pech gehabt. So sieht es nämlich mal aus, die Pisser. Jetzt haben wir hier noch ein paar Zellen hin, was wahrscheinlich nicht passen wird, so wie ich mich kenne. Hier 3. Passen hier noch genau 2 hin, das wäre natürlich der Shit. Natürlich nicht. Ja. Machen wir hier einfach den Zugang zum Hof hin. So. Das Problem ist, man braucht relativ viele Zellen, um, damit es sich wirklich lohnt, diese ganze Geschichte hier. Deswegen muss man hier noch ein bisschen improvisieren. Ups, nein. 1, 2, da. Nein. Da. So, und das ist halt auch nicht wirklich, ja, kann man halt mal so machen. Das muss weg. So. So. Mal gucken, 13 Minuten, 14 fast. Bin ich jetzt zumindest die Audiospur mal aufnehmen. So. Ich bezweifle, dass die Duschen reichen werden. Aber jetzt gerade ist mir nicht anders möglich. Das wird sich nachher noch herausstellen, ob das eine gute Idee war, was ich hier gemacht habe. Ansonsten müssen wir halt hier noch ein paar Duschen hinbauen. Brauchen halt auch noch einen Personalraum. Wir brauchen noch eine Küche und was weiß ich nicht alles. Da brauchen wir noch einiges. So, hier kommen. Das ist halt ein bisschen verschwendeter Platz, aber da kommen Einzelzellen hin, Freunde. Da kenne ich nichts. Ja, Einzelzellen gibt es also Isolationszellen. Wenn einer Scheiße gebaut hat, kommt er hier rein. Ja. Da können sich alle, die da vorbeigehen, hier schön, die hier in den Hof wollen, ja, können sich schon mal schön die Spastis angucken, die Scheiße gebaut haben. Ja. Damit sie nicht da drin landen. So sieht es nämlich mal aus. So, das ist die Planung soweit. So, dann brauchen wir nämlich noch einen Raum. Einen Raum. Wie viele sind das? 3 nur, ne? Scheiße, das passt natürlich genau nicht. Hier hinten werden wir die Kantine hinmachen und so weiter, weil wir da einfach noch genug Platz haben. Die Dusche machen wir ein bisschen größer, falls. Ups. Ich habe gerade voll ins Mikro geatmet, ist mir aufgefallen, aber weil ich einfach. Keine Ahnung, ich bin gerade so am Spielen und will einfach hier. Ups. Ich spiele halt einfach gerade so ein bisschen rum. Da atme ich auch schon mal ins Mikro. Wenn ich überlege, atme ich immer mega krass irgendwie rum. Aber das macht ja nichts. So. Das wäre erstmal unser erster Bereich, den wir jetzt so mal festgesteckt haben. Sieht doch ganz gut aus, oder?
So, dann können wir hier nämlich anfangen. Hier hinten. Wie viel haben wir hier? Hier mal so. Küche. Und so. Ich weiß noch nicht, wie viele Leute wir nachher hier haben werden. Das ist ein bisschen klein. So ist ein Tisch-Bank-Kombination. Kriegen wir keine zweite mehr hin. Das ist scheiße. Das ist doof. Müssen wir das Ganze einmal so. So, schrubb, dann kriegen wir wenigstens zwei hin. Das sollte auch für die Gefangenen, die wir hier drin haben, werden. Hier werden wir nicht viele haben. Das werden nämlich genau, wie viel sind das hier? 6, 8, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, irgendwie so 44, 45 sein. Reicht aber auch, finde ich persönlich. So, dann kommt hier nämlich noch ein Klassenzimmer hin. Hopp. So, dann kommt hier noch eine Werkstatt hin. Hopp. So. Was brauchen wir denn noch? Eine Putzkammer brauchen wir. Die kommt hier hin. Hopp. So, und dann Bewährungsgedöns brauchen wir noch. Also welche Räume, wo man Bewährung. Wie viel hat das hier? 3x3? Wie viel muss das sein? Moment. Das kann man, glaube ich, hier noch gar nicht sehen. Doch hier. 5x5. Ja, das wird nicht passen. Also es muss halt die Größe von so einem Büro haben. Pass auf, das machen wir anders. Und zwar wird das hier, die Putzkammer. Dieses kleine Räumchen hier, da müssen wir auch nicht viel arbeiten können. Können wir auch mehr von machen. So, und das hier wird ein Bewährungsraum. Und das hier wird ein Bewährungsraum. So, pop, pop. Und dasselbe nur auf der anderen Seite, weil je mehr Bewährungsräume man hat, desto öfter kann man die Bewährungsauflagen prüfen lassen von den einzelnen Häftlingen. Und desto öfter das passiert, desto öfter bekommt man Boni, wenn die früher freigelassen werden. Immer 3000, also von daher sollte sich lohnt sich das schon. So, hier kommt noch so ein Ding hin. Genau, jetzt brauchen wir noch ein Räumchen, wo der Generator drin steht. Generator und Pumpe. Weißt du was, wir haben nur 40 Leute hier, ne? Da werden wir nämlich mal hier den Hof schön um ein paar Felder zack verkleinern. So sieht es nämlich aus, Freunde. Wir haben nämlich hier schön. So, zack, zack. Hier reicht nämlich noch ein Generator und ein. Die haben hier 3x3, ist das, ne? So. Ach, scheiß doch die Wand an. Himmelsakrament, kann nicht wahr sein, ey. Versuchen wir anders. So. Hier noch einen weiter raus. Dann. So, hier noch einen weiter raus. Den Hof brauchen wir eh nicht. Können froh sein, wenn sie überhaupt mal rauskommen hier, die Penner. So. Das hier weg. 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 So. Läuft halt nämlich hier. So. Genau, da werden die Generatoren drin sein. Na, 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 na. Dann werden wir jetzt erstmal. So. Zugang benötigt, Zugang benötigt. Ja, weiß ich. So. Aber, oh, wir sind schon bei 20 Minuten gleich. Das soll es mal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unser kleines Gefängnis fängt jetzt langsam an, sich zu entwickeln. Und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Bei Prison Architect. Ich hoffe, dass es so kommt, wie ich mir vorgestellt habe, dass es das alles so funktioniert mit Audition und mit dem Ton und so. Da hatte ich ein paar Problemchen, aber das sollte jetzt alles so funktionieren. Hoffe ich, ich werde das morgen mal ausprobieren, nachdem ich die 2 Folgen aufgenommen habe, weil ich jetzt keine Lust mehr habe, gleich noch zu schneiden. Das dauert mir alles zu lang, weil ich echt K.O. bin auch. Ich nehme jetzt noch eine Folge auf, muss mal auf die Uhr gucken. Aber eine Folge ist noch drin, denke ich. Und naja. Ich bin jetzt mal raus. Bis dahin. Haut rein, Leute.
Ciao, danke fürs Zuschauen.